Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich auf Solothurn, auf den Springplatz Dobermoos. Dort werden wir ein Springtraining reiten, wo auch die Möglichkeit besteht, die festen Hindernisse zu springen. Und zwar machen wir das als Vorbereitung für Mitte August, wo wir in Dobermoos ein Grünschirm werden starten. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. So, wir sind jetzt wieder daheim und ich wollte noch schnell sagen, wie es so war. Also, der Lemmy ist ja so, wenn er merkt, dass es nur ein Training ist und dass es nicht zählt, dann macht er dann auch keinen Schritt zu viel. Und so war es so heute wieder so klein gewesen. Also er war sehr träge und hat alles mega angeschaut. Das war also sehr interessant gewesen. Ich habe auch ein paar von den festen Sprüngen gemacht, weil ich dort, wo die Günscham starten, unter anderem auch die Dalü. Einfach normal, das hast du nicht runterfallen, aber dann, also er ist alles gesprungen heute, das muss man sagen. Zwar manchmal aus dem Stang, aber er ist wirklich alles gesprungen. Ich bin auch zu Dalü, also es ist so ein zweimal auf Dalü und dann ist noch ein Graben und dort hier hat er das erste Mal einen mega Flug über den Graben genommen, aber er ist immer gegangen. Dann im Parkour habe ich ihn beim Doppel kurz müssen, also müssen zwischen Hause nehmen. Ich dachte, es kommt besser, wenn ich es nochmal anreite, als wenn ich dort nicht drüber muss. So, es ist dort einer am Platz so runtergegangen. Und halt, wenn man auf den Doppel zugeritten ist und ich bin so etwas spitz gekommen, hat es halt ein bisschen ausgesehen, als würde ich jetzt gerade dort ins Tal runterspringen. Und dann bin ich es halt ein bisschen mega holen zum Anreiten und dann ist der Lemmy drüber. Und die anderen Sprünge hat er eigentlich alle direkt genommen, einfach ja, so ein bisschen bremsen, aber dann habe ich gesagt, ich mache keinen zweiten Umgang mehr. Wir sind eigentlich vor allem gekommen, einen Platz zu zeigen und Sprünge zu zeigen und er hat alles genommen, also haben wir es dabei lassen. Wir haben dann noch etwas gegessen und sich mit den anderen zusammengekocht, es hat auch viele Leute gehabt, die wir kennt haben. Und dann sind wir dann wieder heim, es ist dann gleich nicht so nach von uns, also etwa eine Stunde Fahrt. Aber alles in allem bin ich zufrieden mit dem Training
Und ich hoffe, dass es dem Concours im Dobermoos gut läuft. Das war es mit diesem Video. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.